tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Unten warten die Großeltern, Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen. Hier ist alles normal und selbstverständlich. Unser Weiler hat eine eigene Ortstafel. Tschernitschi, hier sind wir wer. Das ist gutes Paradies, echt Paradies. Was sagst du, wenn die Sonne scheint, aber wenn es regnet, wird sie wieder nach Hause? Ja. Wir haben das Gute, wir in unseren Filmemacher und Künstler klicken und in unserer kleinen, in unserem kleinen Kreis ist man als Jewish Ausländer, Jugo, keine Ahnung, da ist man gefragt. Wir sind cool. Zum Glück. Wir sind cool mit unseren Geschichten. Aber ich habe eine Zeit lang im H&M gearbeitet und war der Trottel. Also, weil ich dann auf einmal mit der anderen, mit den Kunden gekommen sind, wurde ich halt beschimpft, beleidigt als Ausländer. Ich kann kein Deutsch, obwohl ich Deutsch kann. Also. Ich kann dir sagen, was denn für uns war es immer, wir gehen wieder zurück. Und du bist natürlich, wenn du den Gedanken im Kopf trägst, du gehst sowieso zurück, dann wird da vielleicht von den Eltern einfach, oder was heißt vielleicht, es wird da de facto von den Eltern ganz was anderes eingeimpft, als wenn es fix ist, dass man bleibt. Ich meine, dann geht man natürlich, weißt du, wie ich im Alter von meiner Schwester war, sie ist damals in die Volksschule gegangen, sind wir nicht Skifahren gegangen. Natürlich war Skifahren ein großartiger, unter Anführungszeichen, aber ein großer integrativer Prozess, der natürlich dazu beiträgt, dass man sich auch irgendwie gleich fühlt. Eine kritische Identitätspolitik darf die Subjekte nicht übergehen, auch wenn dies aktivistisch bequemer ist, da man so schneller einen Feind im eigenen Kollektiv zur Hand hat. Identität und Community müssten dann nicht platt abgelehnt oder befürwortet werden und die Artikulation diskriminierter Personen wäre grundlegend und die Aussagen aller Personen zugleich kritisch zu hinterfragen. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass es keinen Ansatz gibt, der jedes Detail des Zwischenmenschlichen vorbestimmen kann, ohne sich autoritär auszuwirken. Zwar mag es im ersten Moment unbefriedigend wirken, weil man also immer einen Ansatz will, den man dann ausführen kann und dann wird die Welt gut. Diesen Ansatz gibt es aber schlicht und ergreifend nicht und damit muss man sich ein Stück weit zufrieden geben. Durch zwanghaftes Harmonisieren in den Debatten und die Erhebung einer politischen Haltung zu einer Art Religion ist jedenfalls nichts zu erreichen, außer Regression. Und zu einer kritischen Identitätspolitik, für die ich plädiere, würde gehören zu diskutieren, sich auseinanderzusetzen und tatsächlich zu reflektieren, sich als andere jeweils anders sein lassen zu können und im Austausch Meinungen nicht einfach neben Meinungen stehen zu lassen, sondern für eine Wahrheit, für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen und zu streiten. Damit erst würde wahre Toleranz und Empathie möglich gemacht, mit einer Sexualpolitik, in der das Subjekt, seine Lust und sein Glück im Mittelpunkt stehen. Vielen Dank. Danke. Thank you.
Naja, Populismus fängt dort an, wo er versucht, das ist jetzt eine komplizierte Frage, er fängt dort an, wo er versucht, Leute zu versammeln an einem Punkt in der Gesellschaft, wo er sagt, wir haben eine Feindeslinie, wir haben eine Demarkationslinie, die unsere Gesellschaft durchquert. Und diese Demarkationslinie unterscheidet jene, die dazugehören und jene, die nicht dazugehören. Und wir versammeln uns dort als diejenigen, die dazugehören und sind dort das Volk der Populus. Da beginnt der Populismus. Ja, wir haben eigentlich das Ganze auch unter dem Kontext Extremismus gesehen. Das war eigentlich für uns die Ausgangsposition, dass wir gemerkt haben, dass wenn wir uns Geschichten von Menschen angeschaut haben, die so in Gewaltprozessen, in Radikalisierungsprozessen drin sind, dass die immer entweder von individuellen Kränkungen oder von kollektiven Kränkungen betroffen sind. Und gibt es vielleicht ein kurzes Fazit zu dieser Veranstaltung? Wie wichtig das es ist, das Thema umfassend anzuschauen. Das heißt, wir haben uns heute mal das angeschaut vom philosophischen Aspekt, aber auch von psychologischen Hintergründen. Was hat das mit meiner Geschichte zu tun? Und am Schluss auch anschauen konkrete Fälle, konkrete Menschen, die schon Erfahrungen haben in dem Fall sozusagen Versöhnungsarbeit. 1, 2, 3, 4. Die Debatte ging um die Flüchtlingskrise etc. Und wir hatten irgendwie, was soll das? So, wir haben eine eigene Sichtweise und es kann nicht sein, dass da quasi wirklich nur immer eine Narrative erzählt wird. Wo ist die Stimme der Muslime? Also wo ist quasi eine Gegennarrative? Wo ist quasi eine Alternative zu dem, was existiert? Und auf YouTube war das Problem, dass YouTube stark dominiert wird von wirklich eigentlich immer sehr extremen Lagern. Sowohl bei den Muslimen als auch bei den Rechtskonservativen. Und für uns war das dann einfach so, okay, alles klar, dann starten wir einfach YouTube-Channel und machen unsere eigenen Videos. Und das kam sehr gut an. Ja, es ging für unsere Verhältnisse die ersten zwei Videos sogar viral. Also das wäre genauso, wie wenn ich sagen würde, ich bin in Wien geboren, ich bin in Wien aufgewachsen, kenne aber keinen einzigen autochthonen Österreicher. Und für viele war das dann halt eben so dieser Knackpunkt einfach, dass dieser Dialog halt eben nicht da ist, dass man halt gerne in seiner eigenen Blase verkehrt. Und da ist mir dann halt auch aufgefallen, dass wir auch versuchen müssen, einfach in Bereiche zu starten und uns auch zu trauen in diesen Bereichen, wo man uns jetzt vielleicht nicht vorstellen würde, dass wir in diesen Bereichen halt jetzt auch tätig werden und mutig genug sind, uns auch nicht selber ständig nur auf das Kopftuch zu reduzieren, weil wir sind mehr als das. Oder so.